In einem vorigen Video habe ich schon mal gezeigt, wie ihr günstige Business-Class-Flüge findet. In diesem Video zeige ich euch, wie diese Preise überhaupt zusammengesetzt werden. Ihr kennt bestimmt die verschiedenen Reiseklassen: Economy Class, Premium Economy Class, Business Class und First Class. Aber habt ihr euch jemals gefragt, wieso die Preise so stark variieren, auch in derselben Klasse? Das möchte ich euch heute erzählen. Das Stichwort hier sind Buchungsklassen. Buchungsklassen sind nochmal Unterteilungen innerhalb einer Reiseklasse. Hier, das erkennt ihr an den Buchstaben, die teilweise auf den Tickets stehen. Zum Beispiel, ihr habt bei der Lufthansa ja Economy, Premium Economy, Business und First Class und diese sind nochmal unterteilt in Economy Saver oder einen Flex-Tarif zum Beispiel. Hier habt ihr teilweise einen hohen Preisunterschied, aber auch andere Konditionen, dass ihr zum Beispiel das Ticket gar nicht stornieren könnt oder auch nur gegen eine Gebühr stornieren könnt. Das kennt ihr bestimmt nicht nur vom Fliegen, sondern auch zum Beispiel von der Bahn. Da gibt es ja auch die Sparpreise und die Flexpreise. Wenn ihr jetzt natürlich ein Flex-Ticket bucht, ist es natürlich teurer, aber dafür könnt ihr natürlich auch ohne Probleme das Ticket stornieren oder ändern lassen. Teilweise kommt es auch vor, dass verschiedene Buchungsklassen gar nicht mehr verfügbar sind. Das ist, dass ihr zum Beispiel nur den Flex-Tarif buchen könnt. Oder hier kommt es zum Beispiel auch mal vor, dass wenn ihr ein Business-Class-Ticket buchen könnt, dass das günstiger ist als das Economy-Ticket, weil ihr beim Economy-Ticket nur noch das Flex habt und beim Business vielleicht noch den Saver-Tarif, der dann noch verfügbar ist. Und als zweites kommt die Auslastung. Das geht einher mit dem, was ich eben gesagt habe, dass die günstigen Tickets nicht mehr verfügbar sind. Das Ganze erkläre ich euch mal an einem Beispiel. Also stellt euch ein Flugzeug vor mit 200 Sitzplätzen. Die ersten 100 werden für 200 Euro verkauft, die nächsten 30 Sitzplätze, wenn es aufgebraucht ist, werden dann für 300 Euro verkauft und so weiter und so fort. So kann die Airline bei gleicher Anzahl von Tickets ein bisschen mehr Geld verdienen bei Flügen, die stärker frequentiert sind. Und diese Frequenz ist natürlich dann auch der Grund, warum teilweise die Business-Class-Tickets günstiger sind als die Economy-Tickets, weil es gibt ja durchaus Flüge, die von der Business-Class nicht so wichtig sind, wie jetzt so Ferienflieger zum Beispiel. Dort ist die Business-Class wahrscheinlich nicht so ausgelastet wie eine Economy-Class und da kann es wirklich mal sein, dass es günstiger ist, wie eben schon erklärt. Und hattet ihr das eigentlich schon mal, dass ihr ein Business-Class-Ticket gesehen habt, was günstiger ist als das passende Economy-Ticket? Dann könnt ihr euch das gerne in die Kommentare schreiben. Und hier kommt ihr zu meinem Video über die günstigen Business-Class-Flüge und hier kommt ihr zu meinem letzten Video. Ciao und bis bald!